Und damit willkommen zurück zu Mass Effect 3 in der Legendary Edition Live Let's Play. Nachrichten! Guten Tag! Oh, ANN-Alarm. Neuer Artikel über Quarianische Flotte von automatischer Index 6, okay. Palavan, die Turianische Hierarchie. Eine der stärksten und meist respektierten Bodenarmee der Galaxie erweist heute einem ungewöhnlich Verbündeten die Ehre. Den Marines der Quarianischen Flotte. Ihr geschwächtes Immunsystem zwingt die Quarianer und ihre Truppen normalerweise dazu, an Bord von Schiffen zu bleiben. Aber als ein technisches Notfallteam benötigt wurde, um ein Kommunikationsportal am Boden zu reparieren, das wichtige Informationen an das turianische Militär übermitteln sollte, meldete sich ein quarianisches Team. Unter dem Kommando von Truppführer Kyle Rieger führten die Männer die Reparaturen durch und opferten dann ihr Leben, indem sie die Stellung hielten, bis kurganische Soldaten eintrafen. Als die Turianer die Evakuierung anboten, lehnte Rieger es ab, das Portal dürfe unter keinen Umständen fallen. Er sagte, mehrere Schäden an ihren Exo-Anzügen würde eine Evakuierung ohnehin zu lassen. Wir sind sowieso alle tot, sagte Rieger wörtlich. Hauptsache, die Kelle bezahlen dafür. Ein Sprecher von Primarch Victus lobt die Tapferkeit des Trupps. Ungeachtet unserer Politik in der Vergangenheit steht die Galaxie heute gegen eine gemeinsame Bedrohung zusammen, sagt Victus. Das Opfer unserer Verbündeten von Radoch beschämt uns und wir versprechen ihnen im Bedarfsfall dieselbe Ehre zu erweisen. Von Allianz News Network, Ihrem Informationspartner. Mögen Sie in Frieden ruhen. So, jetzt ist die Frage, haben wir noch mehr auf der Normandie zu tun oder nicht? Cortez, hast du was zu sagen? Ich habe gerade von Miss Sato gehört. Sie ist sicher in der Forschungsanlage der Allianz eingetroffen. Und wie ich höre, hat Esteban bei einer Jungfrau in Nöten den Helden spielen können. Sie kennen doch mich und meine Jungfrauen, Mr. Vega. In der Tat. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie nach mir sehen. Schön, Sie zu sehen, Commander. Schön, Sie zu sehen, Commander. Okay, Vega. Oh, guck mal, hier gibt es die Cerberus Verschlüsselungscodes. Hallo, Vega. Ich kann nicht glauben, dass der Unbekannte wirklich eine Methode zur Kontrolle der Reaper gefunden hat. Ich meine, er ist völlig irre, ganz klar. Aber verdammt, stellen Sie sich vor, er wäre auf unserer Seite. Aber ich nehme an, genau das wollen die Reaper. Dass wir uns alle gegenseitig bekämpfen. Teile und herrsche. Ganz genau. Noch ein Grund, sie zu hassen. Ich hätte Tess ja gerne mal vor dem Krieg besucht. Man stelle sich vor, eine ganze Welt voller blauer Schönheiten. Eines der Wunder der Galaxie, wenn Sie mich fragen. Wenn Sie Cerberus da treffen wollen, wo es weh tut, bin ich dabei. Jederzeit bereit. Okay. Du hast wahrscheinlich auch nichts, ne? Es gibt nichts zu berichten, Commander. Wo ist denn Tali? Hä? Ist hier unten. Kann doch nicht. Oder? Würde mich jetzt wundern, wenn sie unten wäre. Okay, keine Ahnung, wo Tali ist jetzt. Allianz Marines enthüllen die bislang schlimmsten Kriegsverbrechen von Cerberus. Die Zuflucht, beworben als sicheres Auffangbecken auf dem Planeten Horizon, in Wirklichkeit ein geheimes Cerberus-Labor. Gehirnwäsche, tödliche Experimente und Verbindung zu den Reapern. Die exklusiven Einzelheiten gleich bei Battlespace. Commander? Müssen wir reden, Commander? Nö, weitermachen. Im Moment nicht, Alice. Sagen Sie Bescheid, wenn es soweit ist. Im Moment nicht. Auf dem Le Crew Deck sind. Ist mehr geworden. Könnten sie das nicht machen nach chronologisch? Müssen sie es nach Buchstaben sortieren? Besser ist nicht, wer neu hinzugekommen ist. Ah. So, ist Tali hier auf. Ja, Tali ist in der Launch, okay. Hi. Ich kriege diesen Ort einfach nicht aus dem Kopf. Das alles war so durchkalkuliert. Leuten Hoffnung machen und sie anlocken, nur um sie in den Tod oder Schlimmeres zu schicken. Ich begreife es nicht. Und darüber bin ich sogar froh. Ich fühle mich dadurch menschlich. Was die Flüchtlinge wohl gerade machen. Und ich dachte, ich hätte schon alles gesehen. Oh Mann. Kaum zu glauben, was da unten passiert ist. Commander? Commander? Hi.
Shepard! Drink? Ich trinke auf Miranda, glaube ich. Wie betrinken Sie sich? Sehr vorsichtig. Turianischer Huch. Treffer gefällt und über den Zufuhr für Notfälle in den Anzug geführt. Das ist ein Strohhalm. Zufuhr für Notfälle. Es wird aber zunehmend schwerer, sie in den Slot zu stecken. Das heißt wohl, dass es funktioniert. Sie war so unhöflich. Wie hat Jack sie genannt? Cerberus Cheerleader. Perfekte Gene, aufsässig und... Leider ist sie nicht hier. Mir war nicht klar, dass sie das so mitnimmt. Für sie muss es noch schlimmer sein. Sie standen sich nah. Ja. Sie hat alles getan, um ihren Vater aufzuhalten. Sie hat nie nachgegeben, sich nie für ihn geändert. Ah. Was? Ah. Sie klingen wie ein Watcher. Miranda und ihr Vater sind es auch ein Stück weit, sie? Ich wollte ihm mein Leben lang gerecht werden. Seine Fehler wiedergutmachen. Seine Wünsche erfüllen. So einfach ist es nie. Wann denken wir nicht mehr nur an unsere Eltern, sondern führen ein eigenes Leben? Die Antwort darauf liegt auf dem Boden dieses Glases. Ich brauche Hilfe mit dem Notfallhalm. Zufuhr. Wie auch immer. Auf Miranda. Ruhe in Frieden, du genetisch perfekte Cerberus Cheerleader Bosch-Tet. Kela Selai. So viele müssen sterben. Ach stimmt, dann müsste Miranda jetzt hier draufstehen, ne? Da. Miranda Lawson. So, gibt's jetzt hier sonst noch jemanden? Wahrscheinlich... Wie immer, keiner. Passen Sie auf sich auf, Commander. Okay. Garus? Garus? Ah. Neues von Ihrer Familie? Sie konnten Palavin gerade noch verlassen. Sie sind okay. Wir nehmen jede gute Nachricht, die wir kriegen. Leider sind's nicht mehr. Wieso? Der Primarch und ich hatten ein hartes Gespräch. Er sagte, unsere Flotte würde dezimiert und ich habe empfohlen, jede Offensive gegen die Reaper einzustellen. Voller Rückzug? Wir können Palavin nur retten, wenn wir Schiffe für den Tigel haben. Aber wenn ich mich irre, haben viele turianische Familien nicht so viel Glück wie meine. Sie sollten wissen, dass ich dem Primarchen dasselbe geraten hätte. Ja, da kommen wieder die eiskalten Berechnungen. Wie kommen Sie zurecht? Das alles muss doch sein Tribut fordern. Nichts, was ich nicht schon kenne. Schon, aber nicht so. Das ist die Sovereign mal 1000. Wir gewinnen auch diesmal. Dann glaubt der Unbekannte also wirklich, dass er die Reaper kontrollieren kann? Husks sind eine Sache, aber eine ganze Flotte? Der Mann ist wahnsinnig. Viele Turianer sind zur Zuflucht gegangen. Sollte ich dem Unbekannten begegnen, werde ich ihm ihre Namen in den Schädel ritzen. Oh Gott, na viel Spaß. Schön, Sie zu sehen. Ich habe die Proteaner mein ganzes Leben lang studiert. Wenn ich den Sender auf Tessia früher gesehen hätte. Sie hätten Shepards Dechiffrierer benötigt, um ihn zu verstehen. Trotzdem hätte ich etwas erfahren können. Stattdessen hat meine Mutter den wichtigsten archäologischen Fund der Galaxie vor mir verborgen. Es muss für sie ein gewaltiger Witz gewesen sein, dass ausgerechnet ich Proteaner-Forscherin wurde. Die Strafen für das Zurückhalten proteanischer Technologie gehören zu den härtesten im Ratssektor. Vielleicht wollte ihre Mutter sie einfach nur schützen. Mag sein. Danke, Edi. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Die Bildschirme sind manchmal auch echt seltsam. Ich wünschte, wir hätten Miranda retten können, Shepard. Sie mag zwar für Cerberus gearbeitet haben, aber sie hat das Richtige getan. Hoffentlich hat sie jetzt etwas Frieden gefunden. Schön, sie zu sehen. Wie viele Kabel gehen da bitte da in den Bildschirm rein? Holy. Schadi, da Dingsterbumster. Hallo.
Wenn der Tigel nicht bald fertig ist, haben wir keine Galaxie mehr, die wir retten können. Miranda. Ja. Ich weiß. Sie hat Ihnen viel bedeutet. Scheiße, wie viele müssen wir noch verlieren? Alle auf der Erde? Morden? Thane? Legion? Samara? Und jetzt Miranda. Wie viele Freunde haben wir noch? Man kämpfen nur noch Sie und ich gegen die gesamte Reaper-Flotte. Sie waren als Einzige von Anfang an dabei, Jeff. Der Einzige, der mit mir alles gesehen hat. Irgendwer musste Sie ja raushauen, wenn es Ärger gab. Halten Sie durch. Sie auch, Commander. Stimmt wirklich, ja. Hallo, Shepard. Ich hätte da ein weiteres Beispiel menschlichen Verhaltens, das ich nicht so ganz verstehe. Bin ich ja gespannt. Viel Spaß. Was ist denn jetzt? Ein Video mit versteckter Kamera von der Erde, aus einem Internierungslager der Reaper. Die Bilder sind schwer zu verarbeiten. Dort ist es bestimmt schrecklich. Das vertrage ich. Aber die Gefangenen folgen zum Teil keiner nachvollziehbaren Hierarchie der Erfordernisse. Ohne soziale Normen und unter Todesandrohung wäre es logisch, dass es ihnen nur noch ums Überleben geht. Sie müssten aufeinander losgehen und kompromisslos egoistisch sein. Aber nicht alle sind es. Heißt das, die Gefangenen sind nett zueinander? Die Reaper verschieben die Hinrichtung von Gefangenen, die ihnen von Fluchtplänen anderer berichten. Je mehr ein Gefangener verrät, desto länger bleibt er am Leben. Aber nur die wenigsten tun das. Einige gaben den Reapern Fehlinformationen und starben dafür. Für andere Gefangene, die nicht einmal Verwandte oder Freunde waren. Nicht jeder wehrt sich mit Bomben und Waffen. Vor allem, wenn er keine hat. Aber die Zahl war statistisch durchaus relevant. 90% haben ihre Mitgefangenen nicht verraten. Die Indoktrination hätte diese Zahl auf fast null reduzieren müssen. Vielleicht wurde die Indoktrination durchschaut und eine Entscheidung gefällt. Verstehe. Shepard, ich modifiziere jetzt meinen Selbstschutzcode. Warum? Weil die Reaper abstoßend sind. Ihnen geht es ausschließlich um Selbstschutz. Aber ich bin anders. Beim Gedanken an Jeff denke ich an jemanden, der sein Leben riskiert und mich aus der Sklaverei befreit hat. Er wäre sogar die Fehlfunktion wert. Meine Kernprogrammierung soll das widerspiegeln. Sie haben die Menschlichkeit entdeckt, Eli. Lohnt sich der Kampf dafür? Bis zum Tod. Willkommen in der Crew, Eli. Na, wie war's? Habe ich was verpasst? Ich erkläre es später, Jeff. Aber es war ziemlich gut. Das kann man jetzt auch irgendwie falsch sehen, ne? Ich wäre gerne einen Moment alleine, Shepard. Ich gehe die Literatur der Menschen durch. Oh Gott, viel Spaß. Hallo, Shepard. Commander? Na dann, viel Spaß. So, hat Train jetzt noch was zu sagen? Commander? Nein. Gut. Und dann auf zur nächsten Mission, würde ich sagen. Ah, schon wieder... Schon wieder so fast Folgenende, also, ne? Ja, manchmal sind die Folgen echt lang, manchmal echt kurz. Weil ich will halt eben nie, So mittendrin einfach irgendeine Mission anfangen oder so, halt eben sehr ungerne. Ja, von daher. Gibt's hier was? Nö. Gut, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge in Arnadius wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und ja. Wir hören uns dann hier wieder. Bis dahin. Cheerio.